bin natürlich gerne da, zum einen die Stadt zu repräsentieren, weil ich finde das ganz wichtig und gut, dass eben die Leute mal an unserem Stand da die ganz verschiedenen Bereiche von der Stadt sehen und auch können erleben, was wir alles machen oder wo wir dran am Arbeiten sind. Wir haben zum Beispiel das Stadtwerk, wo natürlich auch mit Schwergewichten mal auch das Trinkwassergewinnung dabei ist. Wir sehen etwas von der Fernwärme. Wir sehen aber auch die hinten jetzt, wie das Strandbad Ausliken geplant ist, der Neubau. Und wir haben natürlich auch sonst noch beispielsweise die Sportanlage, den Sportplatz da. Und das ist eben lässig, dass wir da einfach mal das zeigen können. Ja, die Stadt Wetzikon, Abteilung Sport und Freizeit, ist hier in der Zone vertreten. Wir zeigen, was für neue Projekte wir dieses Jahr alles entwickelt haben, was für Neubauten auf der Sportanlage zustande gekommen sind. Wir haben zwei neue Kunststrassenplätze, die wir ersetzt haben. Wir haben einen neuen Naturrasenplatz, der nächste Woche in Betrieb geht. Wir haben einen Multifunktionsplatz, der vor einer Woche eröffnet hat. Also ganz viel Neues auf der Sportanlage, wo wir der Bevölkerung, aber auch den Zoom-Besucherinnen und Besucher da möchten an der Messe weiter aufzeigen, wie sich die Sportanlagen entwickeln werden. Also wir sehen hier 2,10 Franken, das sind 1000 Liter Wasser. Da sieht man die PET-Flaschen, die kosten 1 Franken, 1,5 Liter. Da sehen wir das Verhältnis einfach, was Wetzikon Wasser kostet, 1000 Liter, oder was eine PET-Flasche kostet. Wir haben Quellwasser, das Wetzikon mit Wasser versorgt. Dann haben wir Seewasserwerk, wir beziehen noch Wasser vom Zürichsee. Plus haben wir noch Grundwasser, das wir beziehen, wo wir zwei Grundwasserpumpwerke haben auf dem Gemeindegebiet von Wetzikon. Geht alles in ein Reservoir rein. Vom Reservoir läuft es nachher dann zum Kunden und es kann konsumieren. Hier sind wir am Smart Meter Stand von Stadtwerken Wetzikon. Hier sieht man eigentlich den Aufbau von der Smart Meter Technologie, die wir seit diesem Jahr in Wetzikon verteilen. Weil wir bis 2028 80% Smart Meter ausgerollt haben. Und wir versuchen hier eigentlich am Stand der Bevölkerung das System ein bisschen näher zu bringen mit der Funktionsweise vom Stromzähler, Gas, Wasserzähler bis zur Trafostation und wie es dann auch am Ende auf die Rechnung dann beim Kunden draufkommt. Ein weiteres Highlight am Messestand hier von Stadt Wetzikon und der Abteilung Sport und Freizeit ist das Hologramm, wo man das Badegebäude-Neubau Strandbad Ausliken sieht. Man zieht sich Brillen über und sieht dann ein Hologramm, wie das Neubaugebäude aussieht. Man kann das vergrössern, man kann es verkleinern, man kann um das Gebäude herumlaufen, ins Gebäude reinlaufen, schauen, wie das aussieht. Und wir sehen hier gerade live in einer Demo, wie sich die Leute mit dem ja, die auseinandersetzen, ganz spannend und es bleibt ganz sicher etwas hängen von dem Modell. Kommt vorbei und besuchen uns doch.